So Leute, zurück bei Stasis 7 heiße ich euch willkommen und hoffe, ihr seid noch mit am Start und dieses Spiel nimmt jetzt erst die grausamen Elemente an Fahrt auf. Ich sag nichts mehr weiter dazu. Wir haben hier im letzten Part den letzten Sicherungskasten, den rechten Sicherungskasten uns angeguckt. Das ist das Tram Charging System, das ist das, um die Tram aufzuladen, okay. Und dieser Knopf, den konnte ich anklicken im letzten Part, kann ich jetzt nicht mehr. Sehr spannend. Gut, hier fehlt offensichtlich so eine Feder. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich die nicht nehmen kann, um die hier einzusetzen. Aber gut, schauen wir mal, ob wir im anderen Sicherungskasten was bewerkstelligen können. Tram Line Breaker. Okay, das sind wohl die Sicherungen. Und das andere ist das Ladesystem. Bahnliniensicherung. Okay. Ah, da kommen wir raus. Sicherung. Sonst kann ich da nichts mehr nehmen? Ach, jetzt sieht das so aus wie das rechte. Ah, okay. Muss ich da jetzt eine Überbrückung machen? Kann ich jetzt? Hallo? Nee, das geht gar nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt da die Sicherung reinsetzen. Nee, geht nicht. Brauche ich doch noch was hier? Der hat auch so eine Feder hier. Aber das ist nicht die Feder, sondern hier war eine Sicherung drin, die wir ja hier haben. Geht das vielleicht so? Ach, so geht das. Ach, das ist ja billig. Oh, das ist ja doof gemacht. Detailbildschirm kann ich es nicht machen, sondern nur im Allgemeinen. So. Jetzt, was muss ich jetzt eigentlich machen? Muss ich jetzt hier im Computerterminal was machen? Oh, ah, bestimmt. Bahn wieder aufladen. Holy moly! Tram's power. I see it. Give me a second. I'm setting your destination to the medical wing. Okay. Muss ich hier jetzt nichts mehr machen, oder? Außer Betrieb. Okay, Ausgang. Ich gehe jetzt mal da runter und versuche mich ans Steuer zu setzen. Oder unseren John ans Steuer zu setzen. Halt. Nein. Völlig falsch. Hier rein wollte ich. Okay, und das hat man ja schon gesehen, dass da was ist. So, Tram Switch Line Switch. Das sieht wieder Power Button aus. Emergency Stop. Aktuelle Station, Produktlager, Bahn aktiv. Ja, und nü? Ah. Tut sich nix. Das ist ja mies. Warum, John? Warum muss ich da doch noch was an dem Terminal machen? Status, Linie außer Betrieb, Ladestatus. Das sieht ja irgendwie merkwürdig aus. Was muss ich jetzt tun, Thea? Oh. Ich hab doch hier... Charging System. Ach so, Moment. Ich hab jetzt hier die Bahn aufgeladen. Aber hier ist ja... praktisch das ganze Bahnsystem und hier kann... Achso, hier kann ich ja wieder nicht. Und jetzt muss ich natürlich die Sicherung wieder da einsetzen ins Bahnsystem. Oder vielleicht auch nicht.
Das hat wahrscheinlich nichts bewirkt. Gucken wir mal. Aha. Tram-Line-Switch, das habe ich doch auch schon mal irgendwo gelesen, oder? Bin ich jetzt hier ganz verkehrt? Nicht so einfach, nicht so einfach. Außer Betrieb. Ah, okay, jetzt hat er hier wieder außer Betrieb. Bahnlinie wechseln. Well done. Destination set. Start the tram and be on your way. Und schon bist du unterwegs. Na, das ist lustig. Okay, da kann er die Bahn ändern. Und hier ist außer Betrieb und die ist aktiv. Ah, okay, jetzt setzt sie das um. Verstehe. Und dann sind wir auf einer Fahrbahn, die scheinbar mit Strom versorgt wurde. Okay. Oh, bin ich gespannt, ob wir uns jetzt ans Steuer setzen können. Nächste Krankenstation, Hauptfoyer, okay. Wie kann ich... Jetzt geht das auf einmal nicht mehr. Ah. How long? How long what? How long ago was the evacuation? My family would have left with everyone else. With the people that made it out. That's, I'm not sure exactly. That blood looked pretty dry. It's been a while. We've been stuck in this death trap for about 3 months now. 3 months? There are more of us recently. You're in line with the last. We were repairing the shuttles. We're almost done. Worrying about getting supplies when... Well? Was he I mean, were you and he? Yuri? No. We would have killed each other long ago if we didn't eat each other to survive. I miss him, though. We got things done. I was married once. That was a long time ago. What happened? How many of your cockroaches do I have to kill, Miss Henty? Milan! Let's talk about this! This was the last straw. I'm coming for you next. And as for your little head... Warning. Brakes disabled. Low-pass filters disabled. Structural integrity compromised. An evacuation is advised. He's going to be around the track! I think I can make the jump. Jumps! Okay, Leute. Was war das denn bitte für ein Irrer? Okay, John sieht irgendwie eingefroren aus. Okay. Guck dich mal erstmal um. Ist hier irgendwas? Second.
Shit, that was close. John, are you okay? I'm fine. You're breaking up. I can't hear you. Hello? Tia? Come in. Radio's not working. Okay, get it together. First things first. Where the hell am I? Gute Fragen. First things first, das klingt gut. Das ist eine gute Strategie, finde ich. Trümmer. Der Bahnunfall hat alles in Trümmer gelegt. Betonstücke, Metallfetzen, Stromkabel. Ein unübersichtliches Chaos. Tür zur verunglückten Bahn. Du hattest Glück, dass dich das fliegende Wrack nicht zerquetscht hat. Ja. Der Bahnunfall hat alle Trümmer. Okay, das haben wir schon. Wo kommen wir denn hier raus? Nylon-Notfallband. Eine Rolle mit Nylon-Notfall. Nylon-Notfall-Nylon liegt in der Nähe der Tür. I could use this. Bestimmt. Wenn wir irgendwo hin müssen. Irgendwo raufklettern müssen, meinte ich. Okay. Verunglückte Bahn. Okay. Die Bahn hat ihre letzte Station auf der Linie erreicht. Das Geräusch ihres außerplanmäßigen Haltemanövers hallt immer noch in deinem Kopf nach. Ja, liegt es in meinem auch noch ein bisschen. Auslaufende Metallwände, eine ölige Mischung rinnt die vorgefertigten Wände hinunter. Komme ich da durch? Hab ich alles. Trümmer. Ich gucke ein bisschen. Notfall-Nylonband. Okay, komme ich da durch? Na dann, vorwärts. Okay. Leere Metallkästen. Einige Metallcontainer wurden hier aufgestellt. Darin befindet sich allerdings nichts Nützliches. Bauscheinwerfer. Oh, das ist auch cool gemacht. Schaut mal, wenn ich in der Maus drüber fahre, dann wird er heller. Das blendende Licht einer tragbaren Standleuchte wirft dunkle Schatten in den Raum. Ich kann sie aber auch nicht mitnehmen. PDA. Albert Olsen, Ingenieur. 19. August. Kane hat offensichtlich keine Kosten gescheut. 24. Oktober. Heute Abend habe ich die Geräte auf den Decks überprüft. 25. Oktober. Die Kane Corporation ist sicher zufrieden. 13. November. Ich hätte nie gedacht, dass es so ein riesiges Projekt ist. November 29. Die Klone agieren offenbar völlig instinktiv. 30. November. Drei der fertigen Forschungsklone haben letzte Nacht drüben in den Laboren die analogen Verriegelungen. ... 1. Dezember. O'Sullivans Auftrag wurde abgelehnt. Antrag wurde abgelehnt. 5. Dezember. 5. Ah, okay, Übersetzungsfehler. Ich habe heimlich die Nahrungsrationen vergrößert. 6. Dezember. Samantha, die schier undenkbare Mensch-Fisch-Monstrosität. Wie bitte? 14. Dezember. In letzter Zeit benehmen sich alle merkwürdig. 19. Dezember. Die Groom Lake ist komplett im Lockdown. 27. Dezember. Ich kann panische Schreie durch die Decke hören. 31. Dezember. Ich werde versuchen, durch die Behälter Theta zu schwimmen. Für Rosalind. Okay. 2151. We left in 2148. 3 years ago. These bastards had us here for 3 years. Kalender. Das verblasste Bild einer Frau lächelt dich von einem durch Wasser beschädigten Kalender an. Poster. Ein unscheinbares Poster wurde an die Wand gehängt. Werkzeugkasten. Klingt interessant. Ein großer, gut ausgestatteter Werkzeugkasten wurde hier zurückgelassen. Hallo? Bitte mal alle Werkzeuge. Oh, shit. Where the hell am I gonna find a key in this mess? Oh, wir haben doch aber einen Neuralbohrer und vor allem ein Brecheisen. This ain't working. Wie bitte? Kann nicht wahr sein, oder? I can't see it working like that. Oh komm. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Kann ich das Brecheisen mit dem Licht anwenden? Das blendet. I think that would break.
Ich wollte das ehrlich gesagt auch kaputt machen. Ich bin ein böser Junge, ich weiß. That's just crazy. Although, no, crazy. Crazy, crazy. Ja gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal durch diese Tür. Die Tür wird zum Glück nicht abgeschlossen. Here. I don't know if you can hear me, but I'm in some sort of hell. I'm not sure what to call it. Okay. Wo? Ah, da unten sind wir. Ich dachte gerade, ich habe wieder oben gesucht gerade die ganze Zeit. Okay. Zerstörter Übergangsweg. Der Übergangsweg, der einmal über dieses Becken geführt hat, ist eingestürzt und nun mit einer sich kräuselnden Fläche von Fleisch bedeckt. Leichnam. Die Spuren an der Leiche des Ingenieurs lassen wenig Zweifel daran, dass Teile des Körpers gegessen wurden. Allerdings ist nicht klar, ob der Verzehr vor oder nach dem Tod stattfand. Schau, something's moving in there. It's alive. Halb geformter Klon. Aus dem Fleisch haben sich im gesamten Becken unregelmäßige Klumpen geformt. Haarige, muskulöse Buckel aus abgestumpften Gliedmaßen und Oberkörpern. What? Strommast. Der Strommast ist für die wichtige Aufgabe zuständig, die Hochspannungsstromkabel von dem mit Flüssigkeit gefüllten Becken fernzuhalten. Ein Generator summt leise vor sich hin. Bauscheinwerfer, schon wieder. Der Hochleistungsscheinwerfer wurde auf diese Plattform gerichtet, wahrscheinlich um Licht für Bauarbeiten zu spenden. What the heck? Blutige Handabdrücke. Eine lange Spur mit zwei blutigen Handabdrücken zieht sich zu den Becken hinunter, als ob jemand in den blubbernden Sumpf geschleift wurde. Der hier vielleicht? Was ist das? Du versuchst jetzt aber nicht rüber zu gehen, oder? Doch? Nee. Ich kann dir nicht ganz zustimmen, John. What the heck? Ich kann hier aber nichts anschauen, oder? Was geht denn hier ab? Komm nicht rüber, nee, das hätte mich jetzt auch gewundert. Wir müssen diese Brücke irgendwie ersetzen. Okay. Aber wie? War das vorhin schon da? Diese komischen Hügel hier? Organischer Schlamm für Klonbecken. Teile der biologischen Brühe sind dick und zähflüssig. Teilweise verklumpt und andere Bereiche wirbeln geschmeidiger herum und bilden aufwendige Mandalas. Gott. Was kann ich... Kann ich dich hier irgendwie mit einem Lasso einfangen? Maybe if it... No, no, that won't work. Oder kann ich mich hier hochziehen an diesem... Generator? Maybe. No. Kann ich da rauf gehen irgendwie? Ach, er kann da... Ach, das ist gar nicht rauf. Ach, ich habe mich da von der Perspektive täuschen lassen. Oh, it still has fuel in it. Ja, ich weiß nicht. Und jetzt? Der Strommast ist für richtige Aufnahmen zuständig. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nur eins. Ich brauche jetzt eine Pause. Und deswegen mache ich hier in dieser grausamen Szenerie einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part an, was wir hier alles irgendwie bewerkstelligen können. Und ich hoffe, dass wir bald zu Thea kommen. Gott.
Also, bis zum nächsten Part. Ciao!